Hallo und herzlich willkommen bei Dame Shikui. Jetzt nochmal das Deck von Melvin, was er am Wochenende gespielt hat. Ja, schönen guten Tag. Willkommen zu meinem Fluffy-Deck-Profile. Hat Daniel gerade gar nicht gesagt, das ist unmöglich. Daniel ist 4-1 gegangen mit seinem Deck, ich war 3-2. Was eigentlich auch schon okay, zufriedenstellend ist für mich, weil ich ja immer so gehe. Aber eigentlich hast du nur gegen Nukes gewonnen, ne? Eigentlich habe ich ja nur gegen Nukes gewonnen. 3 Hund. Drei Fluffy Dog, also der Searcher, den muss man dreimal spielen, das ist so wie Dnep, nur besser natürlich. Drei Bär, das ist für die Engine, damit ihr euren Spielzeugspender rauskriegt. Bär und Dog oder Bär und Wing, den ich auch noch spiele, sind halt ein Plus-2-Kombo, was eigentlich immer ziemlich gut ist, also das will man meistens Starthand haben. Drei Maus finde ich auch sehr gut, wenn die rauskommt, ist sie halt, und zwei weitere Special, das ist halt weiteres Fusionsmaterial für eure OTKs. Dann zwei Wing für Bär oder für Dog sind das halt gute Starthände. Und könnt ihr halt viel mit Drawn und mit Spielzeugspender wieder searchen. Eine Cat, die spielen ganz viele nicht, das kann ich eigentlich gar nicht verstehen. Wenn sie als Fusionsmaterial verwendet wird, könnt ihr eine Poli wieder auf die Hand nehmen. Das heißt, ihr könnt meistens dann zuerst einen Teige machen und denen fusen für den anderen und dann Teige wieder specialen. Das heißt, es ist ein Free Monster. Also ich wüsste nicht, wieso man die nicht spielen sollte. Habe ich sogar überlegt, auf 2 zu spielen, muss ich nochmal gucken. Eine Eule, die kann Poli aus dem Deck searchen, wenn sie genommen wird oder gespecialt wird, kann teilweise gut kommen, wenn ihr keine Polis habt. Also ist auf 1 ganz gut. Ein Schaf, viele spielen 2, ich finde die irgendwie nicht gut, außer wenn ihr halt irgendwie First Turn Dog recyceln wollt, aber sonst ist sie eher nicht so gut. Ein Rabbit ist dasselbe wie Cat, nur dass er euch einen Fluffle auf die Hand holt. Finde ich Cat besser als ihn, also könnte man, die beiden könnte man sogar cutten, aber sind halt weitere Fluffles, die ihr dann auf der Hand habt. Als andere Fusionsmaterial 3 Kettenkobolds, der ist halt für Scharf da und der searcht euch eure Miracle Fusion, mit der ihr dann halt OTKs drücken könnt und den könnt ihr gut mit Spielzeugspende abwerfen und sowas. Das einzig Ärgerliche ist, dass man ihn halt wirklich gar nicht searchen kann, das ist ein bisschen nervig, aber trotzdem gut. Zwei Etching Sabers ist halt für Tiger und Wolf, also den braucht ihr unbedingt. Ja, kann sich selbst vom Grave specialen, könnt ihr auch mit Scharf wieder specialen für die Fusion. Ist auf jeden Fall ganz witzig. Drei King of the Swamp ist theoretisch auch halt er oder er. Wenn ihr davon keinen habt, kann aber auch eine Poli suchen, also weitere Poli und Fusionsmaterial. Braucht man auf jeden Fall drei machen, meiner Meinung nach. Das waren die Monster jetzt. Dani fällt gerade hin. Passt. Zauber. Drei Spielzeugspender ist halt eure Draw Engine, mit der ihr teilweise auch minus 1 gehen könnt. Aber ja, im Turnier hatte ich ja eine Situation, wo ich halt nichts hatte und dann habe ich es riskiert, dann bin ich minus gegangen. Das kommt dann mal vor, aber die Karte ist trotzdem sehr gut, halt wie gesagt schon mit Wing. Drei Polis ist halt das Poli, das Deck geht auf Fusen, die müsst ihr natürlich dreimal spielen. Drei Schreckenspelz-Fusionen, die könnt ihr halt mit Kettenkobold searchen und zuerst Poli, dann meinetwegen 5 Fusen und dann die danach ist halt unglaublich gut und ist meistens OTK. 3 Upstart für Consistency. 2 MST, weil wir Background nicht mögen und Pendel jetzt wieder da ist, oder jetzt da ist. 3 Geki. Halt für das Board Clear 2 Fusion Reserve, um euch HM Sabers oder Bär zu suchen. Was eigentlich schon ganz gut, ist halt nur ein bisschen langsam, aber ich finde trotzdem, dass die im Deck gut kommen kann. Extra Deck, 3 Tiger ist die wichtigste Karte im Deck. Man kann leider nur einen kontrollieren, aber kann teilweise 6 Karten kaputt machen. 2 Wolf für OTKs, der kann. Ich hatte schon mal, dass der 8-mal angreifen konnte, das ist schon echt krank. 2, keine Ahnung wie der heißt, Schafzahn, irgendwas. Kann einfach Grave Special, könnt ihr halt dann gut mit einer Fusion machen und dann die for free wieder Special. 2 Scharf, um Cosmo zu ficken und um Defense aufzubauen, also die ist schon echt gut. Ein Chimäre, die macht man eigentlich nicht, aber die ist da, damit man sie hat, falls man sie braucht. Ein Bär, nur damit man Fusion Reserve sich Bär suchen kann. Ein Leo, falls man irgendwie Damage machen will und nicht angreifen will oder kann. Ein Castell für Scales, ein Dweller. Also ich spiele nur 2 Rank 4s, weil die auch eigentlich nicht macht. Und eine Rank 1 Slacker Magician, weil ich das oft hatte, dass ich
mehrere Maus hatte und irgendwie nichts wusste, was ich damit machen soll. Dann habe ich damit halt die gemacht, damit ich Platz habe. Ja, das war's für das Deckfall. Danke fürs Zuschauen und ciao.